So, wieder zurück. Wir sind hier im Bikershop. Ich war ein bisschen ziellos unterwegs eigentlich im Großen und Ganzen. Ursprünglich wollte ich ja die Mission weiterführen. Was ich bis jetzt aber noch nicht geschafft habe. Und ich habe das Glockenproblem immer noch. So, bevor der mir jetzt hier an die Wäsche geht, der kleine dreckige Kerl. Werde ich versuchen, schnellstmöglich hier durchzukommen. Ich weiß jetzt doch gar nicht, ob ich das hätte mit dem Schneemobil fusionieren können. Oh, 64, noch ein Level. Dann habe ich mein erstes Ziel erreicht, was ich mir hier vorgenommen hatte. Warte mal. Das ist mir jetzt ein Dorn im Auge. Hier, oh mein Gott. Hier kann man hoch, sehe ich gerade. Da muss es doch was Cooles geben, wenn man hier hoch kann. Ja, gut, eine Tasche. Mehr oder minder cool. Direkt wieder eine Glocke verpasst. Ach Leute, das macht langsam keinen Spaß mehr. Die ganze Zeit diese Fuck-Glocke. Ich weiß nicht, ich glaube, bevor im nächsten Video starte ich das Spiel nochmal neu. Damit mir diese Glockenkacke nicht mehr passiert. Weil das zählt auch an dem Fahrzeug. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ist zwar auch ein bisschen cool, weil sobald mich einer angreift, kriegt er halt direkt einen von der Glocke verpasst. Aber auf Dauer ist das doch nichts. Okay, gut. So, siehste, war klar, direkt wieder eine Glocke. Komm. Okay, das hat sie halt. Doch, doch, es hat sie ein wenig beeindruckt. So. Lassen wir ihn mal raus, dann steigt nämlich unser Unterschlupf wahrscheinlich noch um ein Level. Sofern wir einen hier freigeschaltet haben vor Ort. So, Granate. Ja gut, die nehmen wir natürlich gerne mit. Da will ich mal nicht so sein. Ja, 8 von 9, einen brauchen wir noch. So. Komm. Wir brauchen ein bisschen was auf Vorrat. Man weiß ja nie. Und jetzt gucke ich mal, ob ich aus den beiden Sachen hinten was bauen kann. Jawoll, Leichenschleuder. Den kennen wir schon, den hatten wir schon mal in einem Video. Glaube ich zu wissen. Genau, der hatte Flammen vorne. Wir können Zombies schießen. Das ganze Programm. Oh, oh, oh. Kurve, Kurve, Kurve. Leute, sorry, tut mir leid, mehr oder weniger. Das haben wir schon ein paar mitgenommen. Aber warum funktioniert LB und X? Ne, X hat funktioniert, aber RB und LB nicht. Muss ich noch Zombies sammeln oder muss ich das gedrückt halten? Ah ja, gedrückt halten soll helfen, oder? Macht das oder macht? Warum schmeißt er keine Leichen mehr raus? Ah, LB. Ich lasse es einfach mal gedrückt. Ah, ich muss jetzt mal Zombies aufladen, ne? Ach so, ich saug die vorne ein oder was? Und dann kann ich die schießen. Ach so. Ach so. Ich saug die ein hier mit dem Staubsauger. Jetzt bin ich voll. Und kann die jetzt verschießen. Ich bin jetzt aber ganz sicher, ob ich hier überhaupt richtig fahre. Fahre ich hier richtig? Ich folge erstmal der Straße weiter. Dann werde ich auf der Minimap ja schon den Punkt sehen. Vermutlich. Hoffnungsvoll. So, Ingot ist hier. Ach, das Ding macht gerade einen Abflug. Hab ich noch das? Hab ich noch diesen, dieses? Ja, hab ich noch. Dass man aus dem Inventar verschwindet. Die Punkte nehmen wir natürlich auch mit. Für unseren Fortschritt.
So, hier nehme ich jetzt noch die Zeitung gerade mal mit. Komm ich durch die Scheibe so? Na, komm. Geh doch rein. Komm, du willst doch da rein. Gib's doch zu, dass du da rein willst. Ein Tablett. Und hier ist das Objekt der Begierde. Sehr schön. Letzte Nacht habe ich jemanden gehört. Ich wollte nachsehen, bevor Tom anfing zu schießen. Es war nur eine hungrige Frau. Ich wollte ihr ein paar Konserven geben. Aber Tom misstraut mir ohnehin schon. Er merkt ganz sicher, wenn auch nur eine Dose fehlt. Aber ich hätte sie vielleicht auch ohne Toms Eintrittsgeld hier reinholen können. Ich rief ihr zu, aber sie schaute nur erschrocken. Ach, da ist doch wieder ein Solarium hier, ne? Kein Wunder. Das ist ein echt übler Haufen hier. Ne, Hentai-Girl lassen wir heute mal im Urlaub. Die hole ich jetzt nicht raus. Ah, da ist das, da, genau, den wollte ich noch mit einsammeln. Survivicon? Ist das so eine Convention oder was? So, mal gucken, ob ich die Tasche aufkriege. Ah, nein, ich nehme natürlich die Machete auf und schmeiß die Elektroaxt dafür weg. Passt auf! B suchen. Ah, jetzt bin ich nah genug dran. Jetzt kann ich das Ding auch nehmen. Was ist rausgekommen? Flüssiger Stickstoff. Kann ich kein Schwert bauen? Wahrscheinlich nicht so. Und da ich auch gerade voll bin im Nahkampf-Inventar, brauche ich mich da auch gar nicht weiter damit auseinandersetzen. Das heißt, ich laufe schnurstracks weiter zum eigentlichen Ziel. Was ist er jetzt hier für einer? Was macht er für Probleme? Nämlich berührt, kriegt er einen von der Glocke. So, wo ist der Übeltäter? Ah, siehste, da hätte ich mir ein paar von der Glocke gekriegt. Wenn du mich berührst, schlägst du dich nur selber, mein Freund. Aha, Evo-Zombies, jetzt hat das Kind auch mal einen Namen. Das sind Zombies der Stufe 2, die ihren Heldencharakter schon etwas weitergespielt haben. Sage ich jetzt einfach mal so. So, auf damit. Säureregen, sehr gut, den nehmen wir mit. Das ist gut, das gefällt mir. Okay, hier kommen wir natürlich wieder nicht dran. Was ist das hier, Fort Knox? Jetzt muss ich nur einen Collectible hier mitnehmen, der hier irgendwo liegen soll. Da ist die Zeitung. So, 2 von 4, sehr gut. Ha, ja, einfach mal durch die Scheibe gelaufen. Kennt man ja. Hier kann ich nicht hoch. Komm, ich will die 65 haben. Dafür opfer ich jetzt auch mal den Sprungbogen. 9 Schuss noch drin. Ja, doch. Das sollte doch gehen, damit hat er erhöht sich. Boom! Das war das erste Mal, dass ich es geschafft habe, rechtzeitig zu kontern. Das gute Schmuckstück hier noch. Und ja, voll. Sehr reich, sehr schön. Gott, hat das so viel Schuss. Trau mich jetzt gar nicht reinzuquatschen, weil man es wahrscheinlich nicht versteht, weil es mir da laut ist. Ich mache ja gleich noch ein Level. Ich weiß nicht, ob ich effektiv mit dem Ding bin, wenn ich den Kopf höher ziehe. Hätte ich ja gefragt, Herr Raptor.
kommen sie mit ihrer Glockenkrankheit klar? Und ich sag, sehr gut. Die Ladies liegen mir zu Füßen. Das Problem ist nur, ich kann sie nicht berühren. Jetzt passiert schon wieder, dass mir der Gegenstand hier verschwindet, der aus der Tasche kommt. Das hatte ich ja schon mal im vorigen Video. War sogar ein zusammengebauter Gegenstand, also ein fertig gecrafteter. Aber ich weiß auch gar nicht, wozu ich den Shot hier überhaupt noch einsammle. Weil im Grunde brauche ich das ja überhaupt nicht mehr. So, wo muss ich hin? Ich muss hier in das Haus hier oben. Kommt zum Freiräumen wieder. So. Hammond muss in einem der Häuser sein, aber in. Oh, das ging schnell. Schneller als erwartet. So, dann nehme ich aber mal das LMG mit. War das nicht das Haus, wo die eine mich losgeschickt hat vorhin? Ich glaube schon, ne? Ja, das ist echt blöd. Ich glaube, es lag an der Glocke, dass das Ding eben weggeflogen ist. So, machen wir den einen fit machen. Ach so, es gibt mehrere Häuser, wo ich rein kann, die ich durchsuchen muss. Ach man. Okay, Haus durchsuchen. Durchsuchen können wir ja mittlerweile richtig gut. Komm, gehen wir mal rein. Mal sehen, was da drin lauert. Vielleicht eine kleine Hausparty. Im kleinen Kreis. Nee, weder noch. Blablabla, wer redet da? Was, wonach suche ich denn überhaupt? Ich muss ja wissen, was ich suche. Also irgendeiner quatscht doch hier oben rum. Mobiltelefon, Collectible nehmen wir mit. 2 von 4, sehr gut. So. Wo wird hier... Hier macht doch irgendeiner Petting, ich riech das doch. So, und der Gegenstand ist wieder weg. Kennen wir ja schon. Durch meinen kleinen Glockenfehler. Falls sich jetzt jemand fragt, wie hat er das gemacht? Ja, das kann ich selber nicht sagen. Warum haben Kinder eigentlich einen Kriegshammer im Kinderzimmer? Was spielen die Kinder dann heutzutage? Na komm, nimm mit. Ja, sehr gut, nimm es. Ja, nimm es, nimm es. Oh, ja. Was ist das? Snake oder was? Ein Safe? Kann ich den... Ne, kann ich nicht auch machen. Suche ich jetzt hier irgendwas? Was suche ich denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich hier suche. Aber ich suche einfach weiter. Ist ja bei Ostern quasi genauso. Kopfschmerztabletten. Ah. Da, Spermaflecken. Ärgerlich. Ach so. Ups. Ach so. Ah, okay. So, was ist in dem Safe drin? Was kriegen wir da raus? Nagelregen. Mitgenommen. Super. Das kann es doch aber noch nicht gewesen sein. Ich guck mal weiter hier rein, vielleicht offenbart sich mir hier noch etwas. Oder vielleicht bleibt das Haus markiert, auch wenn ich es schon durchsucht habe. Das ist jetzt natürlich eine interessante Frage, die ich mir auch selber nicht beantworten kann. Wir gehen einfach nochmal runter. Vielleicht gibt es einen Keller. Das müsste Garage sein. Sorry, Jungs. Ja, gut, obwohl... Ja, okay, habt recht. Tut mir auch nicht leid. Shit happens. So, ist hier noch irgendwas, was... Nee. Nee, so geht das. Nein. Nope, 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 nope.
also wieder raus. Mann, sind Sie hier drin? Okay. Dann haben wir das Haus abgeschlossen, ja. Das ist es auf jeden Fall nicht. Glaube ich. Oh, wir waren jetzt mit der Steuerung wieder. So, ab zum nächsten Haus. So, klopf, klopf. Okay, ich kriege allein schon EP dafür, dass ich hier rein... Ah, 8 Punkte zu verteilen und ich bin ja 65. Satisfaction. So, was gibt mir das hier? Noch mehr Bonus-EP. Erhalte noch mehr Bonus-EP. Wenn du Kampf bestimmt Traversierer Wetter erreichst. Ah, okay, super. Das mundet mir doch sehr. Kampfmechaniken. Ja, da kommt bestimmt die Chance, dass die für etwas Haltbarkeit zurückgewinnt. Okay. Ja gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber kaufe ich auch mit. Nahkampfslot, jawohl. Nahrungsmittel-Inventar-Slot, okay, nehmen wir auch mit. Coole Sache. Standhaftigkeit, was können wir dort unten, den können wir noch machen. Cool, cool, cool. Das ist erst mit 70, ist okay. Schießen und prügeln. Prügeln haben wir auch was Neues, einen neuen Elementarschaden, ne? Ah, okay, gut, cool. Ja, mache ich hier noch was weiter? Was ist denn hier das Endding? Special Move Effizienz. Doppelschlag. Was ist das hier unten mit dem Auto? Schaden aller Fahrzeuge. Ah, ja, okay, komm, das nehme ich mit. Mir gehen die nämlich wirklich zu schnell kaputt. Weniger Verlangsamungseffekt. Auch sehr gut. Okay, das war's erstmal, ne? Ja. Einfach jetzt erstmal weiter. Aha. Nee. Was soll die Scheiße? Okay, da hat schon mal jemand leichte schlechte Laune. Er hat weniger Bock auf Sterben gerade. Oh, wäre geil, wenn ich mir den Fischschwert verbauen könnte. Kultschwert. Ach komm, jetzt. Ich könnte mir ein Eisschwert bauen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Stickstoff finde. Oder ein Waffeleis. Aber. Oh, hier. Disco-Pumper. Der macht sich krass hier. Aber leider kein Stickstoff hier im Haus, oder? Nee, auch nicht. Ich glaube nicht, dass es aus einer Schublade rauskommt. Ich meine es auch noch nicht gesehen zu haben. Meistens liegen da ja irgendwelche kleinen Waffen drin. Eine kleine Handfeuerwaffe, wie die Pistole hier, genau. Ja, schade. Aber egal, ich habe gesehen, hier gibt es noch ein paar. Vega-Klaue hatte ich auch noch nicht. Den Helm hatte ich schon. Blanker Maske hatten wir auch schon, in einer anderen Farbe aber. Captain Commando Kostüm. Ich bin jetzt Captain Commando. Der Lover von Hunter Girl. West, der große Eloquator. Japanische Wrestler Maske. Oh, warm. Okay, war mir bis dato nicht bekannt, dass Japaner eigene Wrestling Masken haben. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Held der Wahrheit, Retter von Willemette. Weil man in Sequenzen den dann immer viel zu leise nur wahrnimmt. Ach ja, hochgehen noch, genau. So, hier sieht es jetzt auch nicht besser aus. Spielzeugtrommel, da wieder ein Kriegshammer. Sorry, Dude. Hallo, ist da wer? Naja, nicht irgendwer. Jemand Bestimmtes? Ich sag jetzt einfach mal ja. Ich weiß gar nicht, wozu ich den Schrott überhaupt noch sammle. Irgendwie brauche ich ihn ja... Zack, der war noch nicht ganz eingeschlafen. Da musste ich nochmal kurz nachhelfen.
Jetzt bist du interessant. So, was gibt's hier? Kleiderbügel? Pyjamahose? Pyjama an sich? Veteranen-Fotografenschuhe? Wofür auch immer? Pyjamahose? Pyjama-Oberteil hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gesammelt. Was ist das? Ist das einfach nur eine Hose oder was? Eine Jeanshose? Blue Jeans. Okay. Gut, Captain Commando. Ah ne, obwohl ich kann. Weil das ist ja sonst langweilig. Da muss schon ein bisschen wild aussehen. Ach hier, ich habe das ganze Patch schon komplett. Nett. Outfits. Oh, ich habe ja schon ein paar gesammelt hier. Was ist das? Tennis-Outfit, Basketball-Uniform. Football, da fehlt mir noch das Jersey, Zeitungsjungen-Kostüm, Dino-Kostüm. Nicht übel. Ach Gott, es gibt wieder viel zu viele, ne? Ich fand ihn auch ganz geil, muss ich sagen. Oh ja, Frank, das. Aber wir nehmen Captain Commando. Das sieht ja auch irgendwie viel schnittiger aus. Das ist was fürs Auge. Jetzt auch nicht. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass ein geiler Gegenstand rausfällt. Man weiß ja nie. Ich habe ja, glaube ich, den Skill. Nee, das heißt, ich glaube, ich weiß, dass ich den Skill ausgebildet habe, dass ich mehr seltene Sachen dort drin finde. Skater Jeans. Tennis Shirt. Tennis Shorts. Jetzt muss ich mir die Tennisschuhe und dann habe ich das Outfit, glaube ich, auch komplett. Und war das auch irgendwie wieder unnütz, mich als Captain Commando zu verkleiden. Komm, jetzt mal eine geile Kombo-Waffe hier rausfallen lassen. Auch nicht. Ja, scheiße. Dies ist alles scheiße. Wenn ich mal so salopp das sagen darf. Ja gut, dann gehe ich halt hier in den Schutzraum rein, da ich die Karte jetzt habe. Was hat sich jetzt hier getan? Was habe ich jetzt geöffnet? Ich dachte, ich kann jetzt hier rein. Ach, hier unten, ein Panikraum. Jo, stimmt. Okay. Panikraum gefunden. Ah, gibt auch direkt wieder Pünktchen. Ja, siehste. Den können wir doch gebrauchen. Das ist doch schon mal gut. Vega-Klaue brauche ich jetzt nicht. Sturmgewehr nehmen wir mit. Und Sturmgewehr 2 nehmen wir auch mit. Können wir da nicht was Geiles bauen? Ein Splitterschuss nochmal oder so? Auf jeden Fall ist nichts hier, was wir dazu verwenden könnten. Also muss ich die Waffe mal wieder auf den wechseln. Okay. Na gut, den Center brauche ich gerade auch nicht. Hier sind nicht so viele Zombie-Gegner. Ich guck mal, dass ich die Elektro-Axt wegkriege. So, nochmal einen mitgegeben. Zur Sicherheit. Aha. Da muss ich wieder. Oh, fuck. Muss ich wenigstens nicht laufen. Oh, als Kind hätte ich auch gern so ein Auto gehabt. Das wäre schön gewesen. Hä? Achso, okay. Ich dachte gerade, ich sollte hier die ganzen Häuser hier oben. Da war nämlich noch eins übrig, was ich mir noch nicht angeguckt hatte. Hier rein, wo kommt der Hubschrauber? Kuckuck! 4x4. Ja, prügelt ihr euch mal weiter hier draußen rum? Ich geh mal rein. Ich hab heute keinen Bock auf draußen spielen. So, hier wird aber auch rumgeballert.
Entweder ist das jetzt im Haus oder ist das draußen. So, jetzt habe ich wieder ein Ding weggehauen, was da rausgeploppt ist. Also hier, also... Wenn ich die Folge durch habe, starte ich erstmal ein Spiel neu. Definitiv. Starte ich zwar wieder woanders, wo es jetzt gleich aufhören wird, aber das kann man sich ja hier nicht mehr antun. So cool das ja auch im Prinzip ist. Aber mir gehen da so viele Gegenstände durch die Lappen. Ein Pelzmantel. Exakt meine Farbe. Ja, ich verliere auch Lebenspunkte die ganze Zeit. Ich glaube, es hat mit dieser Glocke auch zu tun. Scheiße, sowas sollte ich öfter tragen. Ja, guck dich jetzt nicht 10 Stunden an, mein Freund. Zieh das an und gut ist. Das muss man ja nicht immer gleich hier zelebrieren, wie sonst was. Na cool, das Ding baue ich mir auf jeden Fall. Weil von der Elektro-Axt bin ich jetzt auch ganz ehrlich gesagt nicht so überzeugt, dass sie wirklich... Also ein geiles Ding ist es nicht. Rollkragenhemd, Karohose. Passt. Ja, komm, mach schnell. Ich habe jetzt keinen Bock, hier Ewigkeiten dir beim Anziehen zuzugucken, mein Freund. Das entspricht nicht meinem aktuellen Fetisch. Was ist das? Freizeit, was? Ah, okay. Untenrum bleiben wir also nackt, oder was? Ist hier keine Hose in dem Schrank? Doch, da ist eine Hose. Karohose. Genau, die wollte ich ja eben noch anziehen. So, das haben wir. Bing, bing, bing. Gucken wir mal hier noch kurz rein. Ja, wie erwartet, Schrott drinne. Andere Nahkampfwaffe bitte. Wir nehmen den Säurekriegshammer. Wir sind ja hier im Häuserkampf. Ach ja, super. Warum plündere ich das überhaupt, wenn es jetzt sowieso wieder wegbloppt? Ja, super. Egal, aufregen will ich mich nicht. Was ist das? Bademantel. Oh ja, auch nice. Bisschen kurz. Kochoutfit. Eine neue Smoothie hier an Deck. Es gibt Brei. Oh, schnell die Granate aufsammeln. Hammond, wo sind Sie? Herr Mende. Okay, das Blaue heißt, dass hier irgendwas ist, was ich aufmachen kann. Wo ich einen neuen Gegenstand bekomme. Ceratops-Maske. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo. Hä? Was ist das? Dann kann ich mir bestimmt wieder einen Zauberstab bauen, ne? Was war das denn nochmal? Das Zepter plus. Ich kann es ja auch einfach nachgucken. Die Baupläne gibt es ja hier. Knallbonbon. Nein, wir wollen ihn. Achso, eine Chemikalie. Okay. Die wird sich ja wohl finden. Lassen. Können. Hätte. Sollen. Irgendwo werden noch die Chemikalien rumliegen. Wenn ich sie nicht direkt wieder wegkriege mit der Glocke. Da will ich auch hier Suizid. Wie mir scheint. Ja. Traurige Geschichte. Deswegen wollen wir uns das auch nicht allzu lange angucken. Ach komm schon. Irgendwo muss ich doch sicher was öffnen können. Ist hier wieder so ein Geheim? Hä? Warum ist da ein Handabdruck? Ach, B öffnen. Ah. Selbst für Frank kein Problem. Okay. Aber die Chemikalie finde ich hier trotzdem nicht, oder was? Glasschlagring. Nee, den will ich nicht. Das mag ich nicht haben. Naja, gut. Aber dafür habe ich jetzt das Haus durchsucht. Ich brauche jetzt hier nur noch eine Chemikalie, mit der ich diesen Zauberstab in was Nützliches verwandeln kann. Oder ich gehe erstmal zum nächsten Haus. Ja, komm.
So. Oh, oh, oh. Das Spielzeugauto war mir im Weg. So, was erwartet mich in diesem Haus? Eine verschlossene Tür. Gut, Haus kann ich nicht durchsuchen. Da war es, da war es. Nee, nee, nee. Das Ding will ich nicht bauen. Das ist nicht so blöd. Ich bin unbesiegbar, Leute. Ich bin im Glockenmodus. Kommt man nicht. Oh, was ist denn da jetzt in die Luft gegangen? Damit hatte ich jetzt aber nichts zu tun. Aha. Vorne zumachen, hinten auflassen, oder wie? So. Oh oh.